Hi, ich bin der Stefan. Ich stelle euch heute hier eine coole Gitarre vor. Das ist eine Schwarz Supercharger 3S LPB in einem sehr coolen blauen Finish, leicht geaged. Total angenehmes Gewicht, also 3,4 Kilo, soweit ich weiß. Ja, mit einem coolen Kloppmann-Set, das Real 65, Madagaskar Rosewood Griffbrett, einen Red Alderbody und Eastern Heart Maple Hals. Genau. Eben habe ich schon mal so ein bisschen angezerrt gespielt. Ich zeige euch mal ein bisschen die Clean Sounds hier. Fangen wir mit dem Neck Pickup an. Ganz klar, an wen die Gitarre erinnert oder an welches Modell die Gitarre erinnert. Ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Finde ich ziemlich cool hier das Binding am Hals. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht mit angezerrten Sounds. Ich fange wieder mit dem Bridge Pickup an. Und für alle, die es unbedingt wissen wollen, ich habe einen Kingtone. Genau. Einen Kingtone Dualist und der Hall kommt aus dem Big Sky von Strymon. Und der Amp ist ein Magneton Twilighter mit einer 1x12er Box. Das Ganze geht über einen Beyer M160 in den Neve 1073 durch die Wandlung von RME und dann in Logic. So, jetzt wisst ihr das. Alles klar. Zweiter Kanal dazu vom Dualist. Da hört er auch, was die Gute mit Mehrzerrer so anstellt. Thank you.
So, jetzt gehen wir noch ein bisschen in den Distortion-Bereich. Da habe ich das Stonecrow Distortion von Matt Professor mir ausgesucht. Ja, auch wieder mit Hall. So, ja, ich würde sagen, da geht was. Ja, tolle Gitarre, tolles Finish, sieht geil aus. Bestellt euch eine oder wenn sie irgendwo gibt, kauft sie. Bevor ich jetzt Tschüss sage, ich habe noch eins vergessen. Wir haben hier einen Pull-Push-Poddy. Damit kann ich immer den Neck-Pickup dazuschalten und kriege dann einen Telesound. Also, ich zeige es euch noch mal kurz. Bis dann.